Hallo, Metformin, das orale Antidiabetikum, ermöglicht ein Leben ohne Spritze. Metformin senkt als schluckbare Tablette den Blutzuckerspiegel, vor allem bei Diabetes Typ 2 Patienten, und dadurch entfällt die Insulinspritze. Metformin ist das am häufigsten und am längsten verabreichte Antidiabetikum und es hilft aber nicht nur Diabetespatienten, sondern auch beim Abnehmen. Ich gehe jetzt in dem folgenden Video einmal auf die Wirkung ein, auf die Anwendung und auf die Nebenwirkung. Also wenn Sie das interessiert, dann gerne schauen Sie sich das Video an. Hallo und herzlich willkommen zur Videovisite. Mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Diabetes ist eine sehr häufige Erkrankung, eine zunehmende Erkrankung, gerade in westlichen Ländern. Man unterscheidet ganz vereinfacht beim Diabetes zwischen vor allem zwei verschiedenen Typen. Das ist zum einen Typ 1, da hat man einen absoluten Insulinmangel. Hier kommt es aufgrund einer Autoimmunerkrankung zu einer Schädigung der eigenen Zellen. Es wird weniger Insulin gebildet. Demgegenüber gibt es auch einen Typ 2 Diabetes. Da gibt es einen oder hat man einen relativen Insulinmangel. Meist kommt das mit dem Alter, also mit zunehmendem Alter. Und die Ursachen sind multifaktoriell. Sehr wichtig dabei spielt immer eine Rolle auch die Genetik. Zusätzlich gibt es noch den Typ 3 Diabetes und auch Typ 4 Diabetes. Ich habe das hier einmal aufgelistet. Typ 4 Diabetes ist der Schwangerschaftsdiabetes auch bekannt. Meistens verschwindet er nach der Schwangerschaft wieder. Was ist Metformin? Jetzt im Video geht es ja einmal um Metformin, also um diese Tabletten. Metformin ist ein blutzuckersenkendes Medikament, wurde erstmals 1929 entdeckt und dann knapp 30 Jahre später, 1958, auf den Markt gebracht. Also eine lange Zeit dazwischen nicht. Warum? Weil in den 20er Jahren auch Insulin entdeckt wurde und dann hat man sich erstmal darauf fokussiert. Aber Metformin ist sehr sinnvoll. Es senkt die Sterblichkeit von Typ 2 Diabetikern, ist relativ preiswert. Und die Wirkung von Diabetes, es hat im Prinzip zwei wichtige Wirkungen und diese entfaltet sie nach einer, man sagt so ein bis zwei Wochen. Man muss es also am Anfang eine gewisse Zeit nehmen. Ganz wichtig ist, Metformin kann man auch mit anderen Diabetes-Medikamenten einnehmen. Man sollte es immer schleichend einnehmen. Ich empfehle dabei folgendes Schema: zu Beginn so 500 Milligramm und zwar abends einzunehmen. Dann so nach knapp einer Woche morgens und abends eine Tablette von 500 Milligramm und dann nochmal nach zwei Wochen, das kann man erhöhen, dann auf 1000 Milligramm. Hierbei aber wichtig natürlich immer individuell, das heißt ihr Hausarzt, Diabetologe, der bespricht das gemeinsam mit Ihnen. Was ist nun die Wirkung von Metformin? Metformin hat im Wesentlichen zwei wichtige Effekte. Erstens die Hemmung der Glukoseaufnahme in den Darm, wodurch Glukose ansonsten in die Blutbahn ja gelangen würde und das passiert jetzt nicht. Das heißt, man hat weniger Glukose, weniger Zucker im Blut. Und dann zweitens die schnellere Aufnahme von Glukose in die Muskelzellen. Das heißt, es bewirkt auch, dass das Zucker, was im Blut ist, schneller wieder herauskommt. Das ist ganz wichtig. Das hat auch einen Grund, gerade dieser zweite Effekt, warum Bodybuilder zum Beispiel Metformin verwenden oder auch Menschen, die abnehmen wollen. Darauf gehe ich auch gleich noch genauer ein. Kurz zur Wirkung auch in diesem Zusammenhang, ganz wichtig, durch Metformin entsteht keine Gefahr einer sogenannten Unterzuckerung, weil Metformin ja nicht die Insulinfreisetzung im Körper beeinflusst. Das ist eine Gefahr, wenn man sich ja mit Insulin spritzt, dass wenn man zu viel Insulin spritzt, man plötzlich eine Unterzuckerung bekommt. Kritisch ist, wenn man gleichzeitig auch Alkohol einnimmt, das heißt Metformin und Alkohol, gleichzeitige Einnahme sollte man immer vermeiden. Und Metformin hat auf den Blutzucker keine Einwirkung, wenn man ein gesunder Mensch ist. Also es beeinflusst den Blutzucker nicht bei gesunden Patienten. Typische Anwendungsgebiete sind also Typ 2 Diabetes, aber auch das polyzystische Ovarialsyndrom und dann drittens der Missbrauch zum Abnehmen. Was ist das polyzystische Ovarialsyndrom? Ich habe das hier einmal beschrieben. Das ist eine Stoffwechselerkrankung geschlechtsreifer Frauen. So 4-12% der Frauen in Deutschland sind daran oder davon betroffen. Oftmals merkt man das im jungen Alter, wenn man über eine längere Zeit unfruchtbar zum Beispiel ist und zum Frauenarzt geht und sich wieder wundert oder sich wundert, woran das liegt. Und Metformin
zeigt halt da einen sehr positiven Effekt. Es ist aber ein Off-Label-Use. Das heißt, Metformin ist nicht offiziell dafür zugelassen. Es ist also von den Arzneimittelbehörden dafür nicht zugelassen. Aber Studien belegen einen therapeutischen Nutzen. Ich muss dann auch sagen, beim Off-Label-Use ist es letztlich so, der Arzt haftet für den Therapieeffekt. Das ist aber nicht unnormal, dass man einen Off-Label-Use von etwas macht. Beispiel auf der Kinderstation, da sind ganz viele Medikamente Off-Label verwendet, weil es ja nur wenig offiziell zugelassene Medikamente für Kinder gibt, wo es Studien dazu gibt. Also Off-Label-Use ist nicht unbedingt was Schlimmes bzw. Ungewöhnliches. Das andere oder der dritte Bereich ist, was ich eben schon gesagt habe, der Missbrauch. Sportler benutzen Metformin, um anabole Vorgänge zu fördern. Metformin lagert die Energie oder sorgt dafür, dass die Energie ja nicht in Fett umgewandelt wird, sondern dass es in die Muskelmasse aufgenommen wird. Das heißt, Metformin sorgt dafür, dass Energie direkt in den Muskel kommt, man so gesehen dann den Muskel auch dadurch pusht und mehr Kraft letztlich auch hat, beziehungsweise mehr Energie mit dem Muskel hat. Nebenwirkungen und Kontraindikationen. Es gibt natürlich wie immer auch Wirkung und Nebenwirkung. Und typische Nebenwirkungen beim Metformin gehen auf den Magen-Darm-Bereich. Also Übelkeit, Erbrechen. Das sind typische Nebenwirkungen, auch Appetitverlust. Das ist vielleicht dann auch gewünscht. Eine gefährliche Nebenwirkung ist die sogenannte Laktatazidose. Eine Laktatazidose, ich habe das hier einmal kurz beschrieben, das ist, wenn der pH stark erniedrigt ist, Azidose, und Laktat bedeutet, dass gleichzeitig auch die Laktatkonzentration stark erhöht ist. Das ist also auch ein absoluter Notfall, wenn das der Fall ist. Und das Risiko oder das ist eine Nebenwirkung, die leider mit dem Metformin auftreten kann. Es gibt natürlich auch Kontraindikationen, das heißt Bereiche, wo man Metformin oder Situation nicht verwenden soll. Das ist, wenn man natürlich dagegen empfindlich ist. Bei einer akuten und instabilen Herzschwäche, also bei einer Herzinsuffizienz, auch bei einem Diabeteskoma, Schwangerschaft, Stillzeit, ich habe das hier einmal aufgelistet. Also in diesen Situationen sollte man kein Metformin verwenden. Was sind nun die zusammenfassenden Vorteile? Noch einmal zusammengefasst. Erstens, Metformin senkt den Insulinspiegel. Zweitens, sinnvoll bei der Therapie des Typ 2 Diabetes, also gerade dann, wenn Diät, wenn Sport nicht mehr ausreichen. Dann drittens, schnelleres Muskelwachstum und auch Einfluss auf den Appetit. Es senkt den Appetit. Die Vorteile habe ich hier noch einmal zusammengefasst. Also Metformin zeigt sich, ja, es ist ein gutes oder ein sehr sinnvolles Medikament. Es ist das am häufigsten verwendete Medikament bei Typ 2 Diabetes. Es wird auch mit dem Zweck oder mit dem Ziel der Abnahme missbraucht. Da muss man natürlich darauf achten, dass Nebenwirkungen auftreten sollten. Und wie immer ist es ein Medikament, das verschrieben wird. Also man sollte es nicht zweckentfremden, wenn man nicht Typ 2 Diabetiker ist oder das, wie ich vorhin gesagt habe, auch polyzystische Ovarialsyndrom hat. Das war einmal ein Beitrag zum Thema Metformin. Ich habe einmal erklärt, was Metformin ist, wie es wirkt. Dosierung habe ich ein Beispiel genannt, aber auch die Nebenwirkungen erklärt. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann gerne machen Sie den Daumen hoch. Gerne abonnieren Sie den Kanal und für Kommentare und Meinungen hierzu direkt unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.